Mein Name ist Helen Köchlin, ich bin Forschungsgruppenleiterin am Universitätskinderspital Zürich und Oberassistentin an der Universität Zürich. Ich forsche zum Thema chronische Schmerzen bei Kindern und Jugendlichen. Dabei interessiert mich, welche Prädiktoren es gibt, um vorherzusagen, bei wem sich chronische Schmerzen entwickeln und bei wem nicht. Und zudem interessiert mich, welche Interventionen, welche Behandlungsmöglichkeiten sicher und wirksam sind. Ich interessiere mich für dieses Thema, weil es sehr komplex ist und interdisziplinär. Ich interessiere mich für Themen, die an der Schnittstelle von Psychologie und Medizin sind. Mich interessieren auch die verschiedenen Perspektiven, die unterschiedliche Disziplinen auf das Thema haben. Und das macht die Forschung sehr kollaborativ und interessant. In meinem aktuellen SNF-Ambitionen-Projekt geht es darum, herauszufinden, welche Prädiktoren es gibt, um die Entwicklung chronisch postoperativer Schmerzen bei Kindern und Jugendlichen vorherzusagen. In diesem Projekt werde ich ebenfalls eine neuartige Intervention entwickeln, die vor einer Operation, also präventiv, angeboten werden kann. Und zum Schluss werde ich dann diese neu entwickelte Intervention in einer klinisch randomisierten Studie untersuchen. Ich möchte mit meiner Forschung einen Beitrag dazu leisten, dass man chronische Schmerzen im Kindes- und Jugendalter besser versteht, besser behandeln kann und dass es auch bekannter wird. Das heißt, dass Kinderärztinnen, Patientinnen, Eltern, Lehrpersonen und alle anderen, die in einer Form davon betroffen sind, darüber besser Bescheid wissen. Ich habe zwei Kinder, mit denen ich meine Freizeit verbringe meistens und einen großen Freundeskreis, den ich pflege, und darüber hinaus nehme ich Gesangsstunden, wenn es meine Zeit zulässt, oder Yogaunterricht.